Wir müssen lernen, neu über unseren Geist zu denken. Wir haben gelernt, dass wir machtlos sind. Machtlos. Als Kind waren wir abhängig von unseren Eltern, von unserem Vater oder Mutter, die sagen konnten, was wir tun müssen und was wir lassen sollten. Später kamen die Lehrer hinzu, in unseren Schulen, in unseren Kindergärten, und die Freunde kamen hinzu, und irgendwann wurden wir erwachsen, dann kamen die Politiker hinzu, unsere Chefs, unsere Mitarbeiter, und immer sah es so aus, dass andere über uns herrschen. Aktuell ist die Bundestagswahl hier in Deutschland und uns wird gesagt, oder ich hatte früher gedacht, naja, meine Stimme kann ja eh nichts bewirken. Wir müssen gemeinsam wählen gehen. Aber letztendlich ist es ja doch hoffnungslos. Die Politiker machen ja eh, was sie wollen. Und sie werden ihre Dinge tun, die sie tun. Sie sind alle korrupt. Sie sind alle gekauft. Sie schaffen nur in ihre eigenen Taschen und so weiter. Und weiterhin bin ich machtlos. Man kann ja eh nichts tun. Welche Stimme sagt das? Man kann ja eh nichts tun. Das ist sicherlich nicht die Stimme des Heiligen Geistes. Und dennoch war diese Stimme bzw. dieses Gedankenmuster so tief in meinem Denken eingeprägt, dass ich es geglaubt habe. Ich habe es geglaubt, ja, man kann eh nichts tun. Das ist halt so. Die Politiker, die Wirtschaftsbosse, die Pharmaindustrie, die Korrupten und Gekauften, die beherrschen das Land, die beherrschen die Welt, und nur ein geringer Prozentsatz hat letztendlich die Fäden in der Hand und so weiter und so fort. Und ich bin halt nur das kleine Rädchen, das hier irgendwie mitläuft und halt schauen muss, dass es irgendwie gut mitläuft, ne? So, dass irgendwie gucken muss, dass das alles gut funktioniert. Wir müssen lernen, über unseren machtvollen Geist neu zu denken. Denn dieses Denken, das ich gerade aufgeführt habe, ist ein dunkles Denken. Es ist die dunkle Pädagogik, mit der ich mich arrangiert habe und mit der ich glaube, einigermaßen überleben zu können. Der Kurs in Wundern lehrt uns natürlich genau, lehrt uns die Wahrheit. Denn das Ego hat alles umgedreht. Es hängt davon ab, dass du denkst, dass du machtlos bist. Sein Überleben hängt davon ab. Der Traum löst sich auf, die Traumwelt löst sich auf, wenn wir beginnen, kühn zu denken, neue Gedanken zu denken und mit Mut vorangehen und uns nicht mehr einlullen lassen von irgendwelchen Ideen der Machtlosigkeit. Jeden lichtvollen Gedanken, den ich heute denke, ist für jeden verfügbar. Jeden dunklen Gedanken der Machtlosigkeit und meiner eigenen Grenzen, die ich heute denke, speise ich ein in die Noosphäre, wie es ein bekannter französischer Forscher herausgefunden hat. Er nannte es die Noosphäre, wo alles miteinander verbunden ist. Der Name fällt mir jetzt nicht ein.
Wir speisen alles ein in diese geistige Welt und wir können diese geistige Welt erleuchten. Alles und alles drängt hin zu Gott. Jeder drängt hin zu Gott. Jeder hier auf dieser Welt ist auf der Suche nach Gott. Und wenn wir wenn wir machtvolle Gedanken in dieses geistige, in dieses geistige Feld hineingeben, wird die ganze Welt davon erfahren. Ich habe keine privaten Gedanken, ich habe keine private Welt. Alles, was ich erfahre, wollte ich so haben. Und das, was ich nicht erfahre, wollte ich auch so haben. Bist du bereit, die Macht deines Geistes anzunehmen? Die Welt an sich ist nichts. Unser Geist muss ihr Bedeutung geben. Und wenn ich der Welt eine neue Bedeutung gebe, wird es die ganze Welt erfahren. Wir wollen glücklich sein, wir wollen Frieden haben, wir wollen Überfluss erfahren, wir wollen Ekstase erfahren, aber sind völlig, völlig undiszipliniert in unserem Denken. Wie soll das funktionieren? Heute hier, ah ja, der Kurs in Wundern, schön, ah ja, nein, die Welt, guck hier hin. Ich muss dieses und jenes noch tun. Völlig undiszipliniertes Denken. Da kann nichts geschehen. Ah, ich muss mir um meine Zukunft noch Gedanken machen. Ich muss mein Kamel anbinden. Was für ein Blödsinn. Das Drehbuch ist geschrieben. Lass dich nicht mehr von den alten Dingen heimsuchen. Lass dich nicht mehr von den alten Gedanken heimsuchen. Ich will zurücktreten und dir die Führung überlassen. Dein Heiliger Geist ist jetzt unmittelbar in dir, bei dir. Du bist jetzt umgeben von einer machtvollen Präsenz. Ja, was willst denn du da noch tun? Außer dieser machtvollen Präsenz endlich die Führung zu überlassen und dann all das tun, was zu tun ist? Wir sind, du bist unglaublich machtvoll. Und du kannst alles bewirken, jede Illusion, das heißt jede Form, die du jetzt erfährst, kannst du ersetzen. Durch was? Durch die Wahrheit. Jeden Konflikt, jede Angst, jede Sorgen kannst du jetzt ersetzen. Durch die Wahrheit. Aber da unser Geist undiszipliniert ist und ständig von der Welt der Form hin und her springt, mal hier, mal da, mal dort, mal hier, meine Freundin, meine Frau, mein Mann, mein Partner, ich habe das nicht, das sollte anders sein, das sollte besser sein, das fehlt mir, hier brauche ich mehr, hier brauche ich weniger. Wie krank ist das? Und dann machen wir unseren Geist machtlos, völlig machtlos. Und wir glauben, unsere Zukunft hängt davon ab, welcher Politiker jetzt an die Macht kommt. Die nächsten 10 Jahre sind ganz wichtig. Wir müssen jetzt richtig wählen. Ja, wähle endlich richtig. Wähle Gott. Dies ist kein Aufruf, nicht zur Wahlurne zu gehen. Dies ist ein Aufruf mit Gott zur Wahlurne zu gehen und dann zu schauen, was du tust. Wähle Gott in allem. Wähle deine wahre Macht. Denke kühne Gedanken. Denke mutige Gedanken. Denke durch den Geist der Wahrheit. Denn nur so kommen wir voran. Stricken wir unsere Hände zum Himmel empor und empfangen diesen. Denn der Himmel, der, der,
der Himmel, in dem wir wahrhaft zu Hause sind, wartet nur darauf, dass wir diesen in unserem Geist entdecken. Finde den Platz in deinem Geist, wo unendlicher Frieden herrscht, wo Freude unaufhörlich existiert, wo Ekstase, ekstatische Dankbarkeit und Glück Gott gegenüber in jedem Augenblick wahr wird. Wir sind sehr machtvoll. Gehe zur Wahl in jedem Augenblick und wähle Gott in jedem Augenblick. Und du wirst sehen, dass diese Gedanken gehört werden. Dass diese Gedanken in deinem Geist wie in jedem Geist wirksam ist. Denke Gedanken des Lichtes, damit die dunkle Welt Frieden findet. Jeder, der sich in diesen Dienst stellt, ist ein glücklicher, überaus glücklicher und dankbarer unaussprechlich liebevoller und sanftmütiger Zeitgenosse. Stelle dich in diesen Dienst und diszipliniere deine Gedanken. Erzähle dir nicht mehr die alten Geschichten. Wenn ich mit Menschen kommuniziere, wenn ich einen Anruf bekomme oder wenn ich E-Mails bekomme oder was auch immer, ich höre eine Zeit lang zu, ich höre ihre Geschichte und erinnere sie daran, hey, spürst du denn, was du gerade dir antust? Mit deiner Geschichte, die du dir seit Anbeginn der Zeit erzählst? Wie wäre es, wenn du die Macht des Geistes annimmst, wenn du neu über deinen Geist denkst, wenn du verstehst, dass du in Wahrheit unverletzbar bist? Sei wachsam. Das Ego ist es auch. Und versuche, komm jetzt, genau jetzt, der Geist des Friedens, der Geist der Freude, der Stille, der Liebe ist in dir. Hey, der ist nicht irgendwo außerhalb und du musst vieles tun, er ist genau jetzt in dir. Komm, wir suchen ihn jetzt gemeinsam auf. Braucht es dazu Zeit? Es braucht nur deine Aufmerksamkeit und schon wird es vermutlich stiller in dir. Irgendwas verändert sich, dein Bewusstsein verändert sich. Lass dein Bewusstsein wieder erhellen, mit Frieden durchdrungen sein und mit Freude gespeist werden aus der göttlichen Quelle. Und schenke dieses Leuchten der ganzen Welt. Deshalb bist du hier. Wer im Dienst ist, ist frei. Du bist deshalb hier, um dieses Leuchtende, um diese leuchtende Stille der ganzen Welt zu schenken. Und jetzt bist du machtvoll, weil du eine wahre Wahl getroffen hast. Weil du eine wirkliche Wahl getroffen hast zum Wohle aller. Denn der Frieden ist mit jedem teilbar. Genauso wie die Depression.
Du kannst ja nicht in einer Welt sein, die dir nicht zeigt, was du bist. Wenn du dich mit lichtvollen Gedanken identifizierst, die aus der Quelle kommen, dann wirst du die Welt dementsprechend erfahren. Wenn du dich in Depression hingibst, weil du denkst, du kannst eh nichts machen, wirst du genügend Genossen finden, die dir das bestätigen. Ja, das geht so weit, dass du in eine Klinik kommst und dort sind genügend Menschen, die dir wieder bestätigen, deinen Geisteszustand. Es wird dir nur dein Geisteszustand in dieser Welt bestätigt. Wann übernimmst du Verantwortung hierfür und wann willst du ein Diener der Liebe sein? Als Dienerin der Liebe bin ich frei. Und wenn ich nur noch diese Gedanken des Lichtes denke, muss mein Geist beginnen zu leuchten, muss mein Teil des Geistes, den ich bisher ignoriert habe, beginnen zu leuchten und zum Wohle der ganzen Welt hilfreich sein. Und jeder wird sich mit dir erinnern. Jeder. Triff heute eine wirkliche Wahl. Der Geist, der Gott dient, ist unverletzbar. Der Geist, der dem Ego dient, na, man kann ja eh nichts machen, ist ständig verletzbar. Diese Unterscheidung kannst du treffen und du wirst die Erfahrung machen. Und hier kommen wir zur Lektion 253. Mein Selbst ist Herrscher des Universums. Oh, mein Selbst. Hier wird nicht von deiner Idee, mein Körper ist Herrscher des Universums, mein Selbst ist Herrscher des Universums und bekomme hierfür ein Gefühl. Versuche es nicht zu verstehen, denn solange wir uns hier bewegen, wird es nicht verstanden, aber es kann erkannt werden durch Fühlen. Es ist unmöglich, dass irgendetwas zu mir kommen könnte, was nicht von mir erbeten wurde. Sogar in dieser Welt bin ich es, der mein Schicksal beherrscht. Was geschieht, ist das, wonach ich verlange. Was nicht geschieht, ist das, wovon ich nicht will, dass es geschehe. Das muss ich akzeptieren, denn so werde ich an dieser Welt vorbei zu meinen Schöpfungen geführt, den Kindern meines Willens im Himmel, wo mein heiliges Selbst mit ihnen weilt und mit ihm, der mich schuf. Brauchst du es noch deutlicher? Du hierfür Verantwortung übernehmen? Oder glaubst du immer noch, dass du machtlos bist? Du, der Christus. Du bist das Selbst, das du als Sohn geschaffen hast, der so wie du erschafft und eins mit dir ist. Mein Selbst, das über das Universum herrscht, ist lediglich dein Wille in vollkommener Vereinigung mit meinem eigenen, der dem Deinen nur freudige Zustimmung anbieten kann, auf dass er zu sich selbst ausgedehnt werden möge. Fühle diese Worte. Fühle sie, fühle es, und es wird dir gezeigt.
versuche es nicht zu verstehen. Unser begrenzter Geist ist es nicht, kann das nicht. Fühle, was hier steht. Fühle die folgenden Worte. Mein Selbst ist Herrscher des Universums. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst, und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumsen.